bin Stefanie Rode. Ich arbeite in der Asklepios-Klinik Wandsbek hier in Hamburg. Ich bin Stationsleitung von der Station P3. Das ist eine geriatrisch-palliative Station mit 56 Betten. Mein Job ist spannend, weil ich wirklich jeden Tag auf die Station komme und es ist immer irgendwas Neues. Ich habe jeden Tag neue Menschen um mich herum. Ich habe immer dieselben Kollegen oder oft dieselben Kollegen und wir können als Team so gut zusammenwachsen und wir können uns super ergänzen und das macht Spaß. Und dann können wir uns auf die unterschiedlichen Situationen jeden Tag auch total gut einstellen. Das Feedback der alten Menschen ist vor allen Dingen Dankbarkeit. Die sind dankbar, sie sind unheimlich freundlich und man lernt noch mal ganz viel. Man lernt auch über sich selber ganz viel und vor allen Dingen, finde ich, lernt man ruhig zu bleiben und entspannt zu bleiben. Ich finde, Pflege ist einfach ein ganz toller Beruf oder der Beruf der Krankenschwester ist ein ganz toller Beruf, auch für junge Menschen, weil es unheimlich viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Wir hier im AK Wandsbek bieten unheimlich viele Fortbildungen an, um sich zu qualifizieren, um sich zu verbessern, auch viele Aufstiegsmöglichkeiten. Und ich glaube, auch das ist ein Aspekt, der für junge Menschen heutzutage wirklich interessant ist, aufzusteigen. Ich möchte noch Prozesse mitentscheiden, ich möchte auch noch etwas bewegen innerhalb meiner Station. Und in einer leitenden Position bin ich auch immer so nah am Geschehen dran, dass ich noch mitkriege, was machen meine Mitarbeiter und was mache ich, wenn ich mit denen zusammenarbeite, aber auch, was passiert im Unternehmen. Und natürlich macht es auch viel Spaß, ein Team zu führen und mit denen zusammen zu entscheiden und Erfolge zu haben.